Hallo, hier ist Cindy von Tracking König und heute würde ich euch gerne die X-Over Rucksäcken vorstellen. Die X-Over Rucksack ist eine interessante Entwicklung in dem Rucksackbereich aus der Inline-Skating Community. Der ist dazu gedacht, dass der sich nicht bewegt, nicht reibt und nicht rutscht, während man sich bewegt. Man kann die zu verschiedenen Aktivitäten tragen, zum Inline-Skating, Skateboardfahren, Laufen, Joggen, auch leichte Wanderungen oder Spaziergänge, in den Alltag, als Bürotasche, eigentlich als Allrounder-Rucksack. Heute stelle ich drei verschiedene Größen vor von die X-Over-Rucksack und auch noch die X-Over-Bike. Die werde ich dann nacheinander zeigen. Natürlich gibt es auch viele andere Muster, Farben, von denen man aussuchen kann. Es gibt auch bei die X-Over einen Reverse-Modell. So heißt das, das ist für Linkshänder gedacht. Ist einfach nur der Rucksack, nur andersrum. So, fangen wir mal an mit dem ersten Modell. Das wäre diese hier. Der heißt Joyride in Größe S. Das ist die kleinste von denen. Der hat ca. 6 Liter Volumen. Was man nicht wirklich glaubt, ist das kleinste. Fangen wir hinten an. Hinten haben wir diese schöne verstärkte Versteckfach, wo man zum Beispiel ein Tablet, Handy, solche wichtige Dokumente, die man auf jeden Fall geschützt haben möchte, könnte man da reintun. Und das Schöne dabei ist, dass der wirklich der ganze Taschenrücken bedeckt. Also der Tasche ist wirklich so groß wie der Rucksack. Wenn wir den umdrehen, merken wir sofort diese kleine Reißverschluss für die kleine Tasche hier. Der ist ganz, ganz klein für eine Schlüssel, Labello, Tempos, sowas gedacht. Und jetzt geht's zum Inneren. Die ganz große Schnalle aufmachen. Dann hat man natürlich noch einen Schutz gegen Nässe. Das ganze Rucksack ist sehr wasserabweisend an sich. Aber nur um die Reißverschluss nochmal zu schützen, haben wir das da, dass der gut abgedeckt wird. Wenn man den Rucksack aufmacht, man merkt, der ist auch größer, als der von außen erscheint. Und der hat diese kleine Innentasche mit Reißverschluss, was ich super praktisch finde, weil man hat immer so ein paar Kleinigkeiten, die wichtig sind, die ganz genau da reinpassen. Man kann diese kleine Tasche auch entfernen, wenn man das möchte oder wenn man das zum Beispiel nicht braucht oder einfach in den Tasche so als Geldbeutelersatz schmeißen möchte. So, und jetzt haben wir das Innere schon angesehen. Jetzt geht es zum wichtigen Teil, das Aufsetzen. Zum Anziehen einfach den Gurt über den Schulter und festziehen zum Fixieren. Dann sitzt der Rucksack fest und sicher auf dem Rücken. Und das war der Größe S von X-Over. Und jetzt gehen wir weiter an der Größe M. Der hat auch noch ein paar andere Funktionen dabei. Und hier haben wir die Größe M in einem schönen Rotton. Der hat natürlich die ganze Funktion, die das S hat. Die Hintentasche, die kleine vordere Tasche, große Schnalle. Aber was der auch noch hat, ist hier nebenan die Getränkehalter. Der ist mit einem ganz festen Gummiband, so dass nichts ausrutscht beim Fahrradfahren, beim Skaten, beim Joggen. Das bleibt alles schön fest. Der hält eine halbe Liter Flasche oder eine schlanke 0,7 Liter Flasche. Innen natürlich auch die kleine Innentasche. Und was man hier hat, was bei der S nicht vorhanden war, man kann es auch hier sehen, hier habe ich auch ein Innenfach. Die kann man für eine Trinkblase, Bücher, Papiere, eigentlich egal, alles was festsitzen muss, kann man auch da reintun. So, und jetzt zeige ich bei der Größe M von der X-Over, wie das X-Over überhaupt geht. Das hat was mit diesem kleinen Gurt hier zu tun. Im Moment ist der hier an der Seite festgebunden, dass er nicht im Weg ist. Um den aufzusetzen, einfach das Rucksack nehmen, ganz normal über die Schulter, wie bei der Größe S. Einmal den Gurt fixieren, dass das festsitzt und in die wichtige Höhe. Und dann nimmt man diese kleine Clapboard, die ich vorhin gezeigt habe, aufmachen. Und einmal hier durch, diese kleine Schlaufe. Dann kann man das ganz individuell einstellen, dass das passt und auch festsetzt und nicht wackelt. So, und vorne sieht man dann auch
diese drei Gurten, die das richtig stabil sitzen lassen. Und natürlich gucken, dass der fest sitzt, dass der nicht wackelt. Dann kann man losgehen. Es ist echt erstaunlich, wie komfortabel, wie bequem der auf dem Rücken sitzt. Es ist auch natürlich schön, man kann das immer variieren, je nach Situation. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Fahrrad fahren will oder skaten oder auch mit den Hunden rausgehen und die Hände voll habe, kann ich alle drei Gurten benutzen. Und dann, wenn man zum Beispiel in der U-Bahn fährt, könnte man eine abmachen, dass man auch schnell an die Tasche reinkommt und die schnell einfach mal kurz nach vorne schlingen kann, einmal was rausholen und dann weiter. Je nach Situation passt der Rucksack sich perfekt an. Natürlich gibt es verschiedene Größen und Modellen. Bei der kleinen, die wir hier haben, der hat ca. 6 Liter, der M, die ich jetzt auch habe, hat ca. 10 und der große, der hat 12. Der hat auch hier innen drin als extra Funktion oder kleine extra einen Schlüsselanhänger, den man auch mit Knopf ablösen kann. Natürlich für verschiedene Situationen oder sportlichen Aktivitäten gibt es verschiedene Modelle. Dazu kommen wir zu der X-Over Bike. Der hat hier an die Innenseite Gummibänder. Da könnte man eine Regenjacke, Regenponcho, irgendetwas, was man vielleicht nicht unbedingt in das Rucksack packen möchte, auch festmachen. Natürlich hat er auch Feuchtigkeitsschutz und auch ein Verschleißdrehverschluss. Einmal aufmachen. Innen hat er auch diese kleine Innentasche, genau wie bei den anderen Modellen. Auch wieder große L, die Schlüsselanhänger. Ein Trinkblasenfach hat er auch. Und so geht er wieder zu. An der Rückseite geht es gleich weiter mit Taschen. Und mit Belüftung. Das ist das Schöne bei der Bike-Modell. Der ist schön belüftet am Rücken, dass es nicht zu warm wird, dass man nicht zu doll schwitzt. Finde ich richtig gut, gerade beim Fahrradfahren, Inline-Skaten oder im Sommer, da wird es sowieso warm. Da ist sowas sehr, sehr praktisch. Was man aussieht, direkt natürlich, ist auch die zwei Reißverschlüsse, die wir hier oben haben. Unten natürlich auch eine Tragegurt, genau wie bei den M und die L von den anderen Modellen. Nur, dass der hier ein bisschen robuster ist. Der ist ein bisschen breiter, ein bisschen stabiler. So, aber jetzt zu unserer kleinen Tasche hier oben. Der erste Tasche hier, der ein bisschen weiter unten liegt, geht zu die Innentasche. Und genau wie bei den anderen Modellen, die ist sehr groß. Also die ist wirklich genauso groß wie das Taschenrücken selbst. Der zweite kleine Reißverschluss hier oben ist so der Überraschung. So, wenn man hier reingreift, dann kann man das andere Gurt rausholen. Erstmal natürlich sieht das hier viele Gurten aus. Allerdings, das macht für einen richtig stabilen Tragekomfort. Das ist sehr bequem beim Fahrradfahren und bleibt sehr schön stabil am Rücken. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr mit diesem Gurt den Rucksack aufsetzen. Einmal das Rucksack, wie bei den anderen. Die Schulter werfen. So. Den Gurt ein bisschen fixieren, dass der fest sitzt. Und dann diese Gurt einfach über den Schulter nehmen, über den anderen. Und durch die erste Schlaufe oder die obere Schlaufe einfach durch. Und dann kann man das auch ein bisschen fixieren, je nachdem, wie groß man ist. Und dann hier am Rücken, der hier an die Seite dann so rauskommt. Genau wie bei den M oder die L-Modellen. Und dann durch das untere Schlaufe und auch festziehen. Dann kann man natürlich alles ein bisschen fixieren, ein bisschen enger stellen oder lockerer stellen, je nach Komfort und gewünschte Tragegefühl oder Aktivität. Und jetzt, wie die bei mir sitzt, sitzt die optimal und perfekt. Wichtig ist, dass man alle Gürtel fest hat, dass der nicht bewegt. Und das tut der sicherlich nicht mit vier Gurten. Der ist auf jeden Fall sicher am Rücken und sitzt sehr bequem, sehr, sehr leicht. Ich kann euch die X-Over Rucksack richtig gut empfehlen. Die ist eine richtig bequeme Alternative zu einer herkömmlichen Schultertasche oder Handtasche oder kleinen Rucksack, die eventuell rutscht oder man möchte kein Bauchgurt tragen. Also es gibt viele, viele Gründe, warum diese Rucksäcke. So. Es gibt viele Gründe, warum diese Rucksäcke hinausstechen. Sie sind innovativ, neu, komplett anders, sehen auch natürlich sehr interessant und schön aus.
gibt es auch natürlich in jede Farbe. Also die Sortiment ist einfach riesig und wir sind echt begeistert. Und die Leichtigkeit, auch die Standfestigkeit von diesem Material und von diesem Produkt. Und ihr findet natürlich dieses tolle und große Sortiment auf unserer Webseite www.trekkingkönig.de.